Moin. Berg runter. Na, wo ist es? Berg hoch. Ich glaube, ich habe den zweithöchsten Punkt, den zweithöchsten Punkt meiner Tour erreicht. Kurz vor Hessisch-Lichtenau. Was an sich gut ist, aber nach Kassel, Marsberg oder sowas heißt das, glaube ich, da in der Nähe kommt noch ein Bergchen und das ist der höchste der Tour. Und also zumindest Hinfahrt nach Amsterdam, Rückzug, muss ich mal schauen, das mache ich spontan. Was mich halt wundert, ist, dass ich von Erfurt an Eisenach vorbeigefahren bin und trotzdem tiefer bin, war als der Marsberg oder zumindest der Hügel, der da in der Nähe ist. Ist egal, meine Angst, naja, Respekt will ich auch nicht dazu, ich weiß nicht, mein Gefühl hat mich zum Glück enttäuscht, weil ich dachte, okay, Hessisch-Lichtenau, den Berg hoch, das sah bei Komoot so elendig ekelhaft aus. Was war ein relativ geringer Anstieg, aber dafür dauerhaft. Und das ließ sich gut fahren. Und ich hoffe, dass der Marsberg dann dementsprechend genauso ist. Und ich da mit einer konstanten Geschwindigkeit hochfahren kann. Und nicht hier, weiß ich nicht, 13% Steigung plus Schotter oder Kopfsteinpflaster, viele Kurven. Also erstmal das Schwarze am Himmel malen. Und dann schauen, wie es wird. Ja, nach Hessisch-Lichtenau geht's jetzt bergab, nach Kassel ins Becken rein und da werde ich dann eine halbe Stunde Mittag machen, denke ich mal, und dann weiterfahren, weil ich bin jetzt erst gerade mal bei 420 Kilometern, die noch offen sind und ich würde halt schon gerne, naja, 300 Kilometer bis 400 heute schaffen, ist hoch angesetzt. Okay, vielleicht 450. Ist vielleicht ein bisschen realistischer. Nee, 350. 450? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall so, dass ich, wenn noch Kilometer übrig sind, ich morgen... Es geht übrigens bergauf, deswegen. Morgen nicht so ballern muss und den Rest entspannt fahren kann. Ich denke mal, holländische Grenze ist ein gutes, machbares Ziel nach Kassel bzw. nach dem Marsberg. Naja, mal schauen. Wenn ihr wollt, kann ich auch später zur Mittagspause einfach nochmal so meine Gedanken niederschreiben, niedersprechen, was mir während der Fahrt immer so durch den Kopf geht. Oh. E-Bike. Bis später.